300 Franken, 150 für Sie, 150 für die Kollegin. Beide 50 Franken Gewinn. Aber jetzt nehmen wir an, die Kollegin ist eine Gemeine und sagt, na ja, was ist, wenn ich nicht mitspiele? Ich komme mit dem Körbchen, Sie geben hinein, 100 Franken, sie gibt nichts hinein. Aha. Also ich schaue hinein, 100 Franken sind im Körbchen drinnen, 50% dazu, teile auf, 50-50. Sie kriegt 75 mit null Einsatz. Sie bekommen 75, aber haben auch 100 gegeben. Nicht gut für Sie. Wie gehen Sie vor? Mhm. Sie müssen so vorgehen. Ja. Sie stellen sich vor, wenn der andere gibt und ich gebe auch, habe ich 50 Franken reingewinnen. Wenn der andere gibt und ich gebe nicht, habe ich 75 Franken reingewinnen. Nicht geben. Aber was ist, wenn der andere nicht gibt? Wenn der andere nicht gibt und ich gebe, habe ich 25 Franken Verlust. Also wenn der andere nicht gibt und ich gebe nicht, habe ich keinen Verlust. Was ist daher die Devise? Nicht geben. Ja, ein Dilemma. Aber das sind ja auch diese Spiele, die eigentlich zeigen, dass wenn sich nur zwei Menschen verständigen, nutzen sie ihren Egoismus noch auf. Und sobald man das nicht gerade in die Unendlichkeit treibt, aber sobald man diese Spiele verbreitet, fangen sich ja Gesellschaften an, wieder zu organisieren und auch wieder sich Regeln zu geben, indem sie solches Verhalten eigentlich durchbrechen. Ja, ja, ja. Also Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir beide schließen einen Vertrag. Nicht? Ich unterschreibe, ich werde, wenn er mit dem Körbchen kommt, ich werde geben. Und sie unterschreibt auch, ich werde geben. Ich komme, sie sind zusammen in getrennten Zimmern, sie werden trotzdem nicht geben. Außer beim Vertrag steht ganz unten Gerichtsstandort genau. Zürich. Es gibt eine Strafe dann, für das Verhalten. Dann ist es schon besser. Man hat das auch bei großen Gemeinschaften gespielt. Also man hat wirklich also viele Leute zusammengenommen und hat gesagt, jeder von euch kann 100 Franken reingeben und wir machen das Spiel, 50% dazu und dann wird aufgeteilt, für alle immer gleich viel. Und am Anfang, also wenn Sie sich vorstellen, nach oben geht die Moral und danach rechts geht die Zeit. Am Anfang ist die Moral, wenn ich so sagen darf, recht groß. Jeder gibt brav. Plötzlich kommen die Leute drauf, wenn ich nichts gebe, kriege ich sogar noch mehr. Und die Moral sinkt und fällt dann ins Bodenlose und bleibt dann ewig unten. Ewig. Aber an diesem Punkt sind wir nicht, würden Sie sagen? Nein, warum nicht? Man hat das Spiel dann ein bisschen geändert, hat gesagt, ihr müsst zeigen, ob ihr gebt oder nicht gebt. Man muss sich also sozusagen etwas schämen, wenn man nicht gibt. Hat nichts genutzt. Moral oben, man schämt sich ein bisschen, aber dann kommt man doch drauf, egal ob ich mich schäme, schämen ist billiger und man gibt wieder nicht. Dann hat man eingeführt, man darf spielen Polizei. Man gibt 50 Franken, darf dafür Polizist sein und sagen, sie hat nichts gegeben, sie muss Strafe zahlen. Ah, dann geht es so vor sich. Moral oben. Moral sinkt, Anzahl der Polizisten nimmt zu. Polizisten nimmt zu, Moral steigt. Moral steigt, die Polizisten werden weniger. Wenn die Moral oben ist, brauche ich keine Polizei. Keine Polizei, Moral sinkt. Es geht rauf und runter. Also es ist ganz interessant, wie diese Spiele funktionieren. Aber das heißt ja eigentlich, in dem Punkt treffen sich die Mathematik als reine Wissenschaft, als Wissenschaft der Logik, als Wissenschaft der Reduktion auf... Ja. Tatsachen, Regelmäßigkeiten, wie auch immer. Und der Mensch mit all seinen unlogischen Seiten, mit all seinen irrationalen Seiten? Nein, nein. Bei diesem Spiel setzt man den Menschen als Homo economicus, als Nutzenmaximierer voraus. Ja? Ich meine, warum? Warum sagen Sie, dass... Der ist nicht nur rational. Ja? Es gibt Spiele, wo man zeigen kann, rein rational gesehen müsste der Mensch so handeln, aber in Wirklichkeit handelt er ganz anders. Das nennt man Ultimatumspiel. Wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen dann auch noch erzählen, wie das vor sich geht. Das ist auch relativ einfach. Ich habe einen Haufen von, sagen wir, 1000 Einfrankenstücken. Großer Berg. 1000 Stück. Und nun geht es folgendermaßen vor sich. Da sitzen wieder zwei Personen. Die eine ist sozusagen die Vorhand, die andere ist die Nachhand. Und die Vorhand kann Folgendes machen, sie kann entscheiden, wie viel, welchen Teil von diesen 1000 Frankenstücken sie für sich behält. Die bekommt sie. Der andere Teil wäre dann für die andere. Wenn die andere sagt, gut, ich bin mit diesem anderen Teil zufrieden. Wenn die andere aber sagt, von den 1000 Franken nur so wenig zu bekommen, na, da lehne ich ab. Dann können wieder alles mehr. Und nun hat man das Spiel, dieses Ultimatumspiel gespielt. Und normalerweise sagt die Vorhand ungefähr von den 1000 Franken Stücken, wie viel nehmen Sie? Wie viel würden Sie nehmen? Ja, ja, also wenn ich ganz gerecht bin, mache ich 50-50. Das ist aber brav. Und wenn ich finde, naja, ich kann es ja ein bisschen ausnützen, mache ich vielleicht 60-40. 60-40. Bei 60-40 sagt sie 600 Franken, Sie 400. Na, das nehme ich schon noch. Der Homo economicus.
Also der rein rational, sozusagen rein mathematisch konstruierte, sozusagen Homunculus, das Menschenkind konstruiert mathematisch. Da würde sagen, wenn er die Vorhand ist, ich nehme 999. Denn der andere wird doch sagen, ein Franken ist mehr als kein Franken. Warum sollte er es negieren? Aber wenn jemand 999 nimmt, sagt der andere, bitte kommt doch nicht in Frage, dass ich dem 999 Franken gönne und ich soll mit einem müden Franken nach Hause ziehen. Lehnt brutal ab. Ja? Also Sie sehen, wir können wenigstens mathematisch beweisen, dass wir den Menschen nicht mathematisch beschreiben können. Aber trotzdem hat die Ökonomie ja einen wesentlichen Einfluss auf uns auch als Gesellschaft. Und es gibt ja noch einen anderen Bereich, wo die Zahlen eine riesige Rolle spielen. Wenn wir kürzlich dieses Fernsehduell zwischen Hollande und Sarkozy beobachtet haben, das war eine Zahlenschlacht über 2 Stunden sozusagen. Die beiden haben sich mit Zahlen beworfen. Nein, es ist so viel Prozent. Nein, es ist aber nur so viel im Vergleich zu jenen und anderen. Eine Menge von Zahlen, bei denen man eigentlich nicht mehr, am Schluss nicht mehr weiß, was sie jetzt sagen sollen. Das Einzige, was die beiden Herren demonstrieren, ist Sachkenntnis en Detail. Ah, ja. Ist das der Sinn von Zahlen? Stellen Sie sich vor, ich komme zu Ihnen bei einer Diskussion und sage, so und so und so sind diese Zahlen, die liegen jetzt auf unserem Tisch. Haben Sie dann irgendein Gegenargument? Ich habe die Zahlen genannt. Nennen Sie die Ihren sozusagen. Das ist das geschickte Argument der Politik. Nennen Sie die Ihren. Und damit sind eigentlich die Zahlen an sich ja in ihrer Eindeutigkeit schon in Frage gestellt. Natürlich werden sie in Frage gestellt. Und das wird ja auch politisch geschickt gemacht. Wie groß ist, sagen wir mal, in einer Gesellschaft wie, sagen wir, der Schweiz, wie groß ist das Durchschnittseinkommen? Nicht? Also wir nehmen an, also das Einkommen der Schweizer Bürger, das sind also die ganz Armen, die haben ganz wenig und dann gibt es einige, viele, viele, die verdienen mehr. Sagen wir mal, da hier bei dieser Spitze, das sind die meisten, die das meiste, sagen wir 1.000 Franken im Monat verdienen und dann wird es ein bisschen weniger, weniger, weniger und dann hört es irgendwann einmal auf. Ja? Also so eine Art Dreieck. Wenn ich also da hier die Population betrachte und da das Einkommen pro Person, geht das vielleicht so hinauf und dann so schräg hinunter. Und was ist das Durchschnitt? Was ist der Durchschnittsverdienst? Da könnte einer sagen, der Durchschnittsverdienst ist das, was die meisten verdienen. Nicht da, wo die Spitze des Berges ist. Das ist der Durchschnittsverdienst. Das ist aber nur eine Möglichkeit eines Durchschnitts. Ein anderer könnte sagen, Durchschnittsverdienst ist jener Verdienst, wo ich den Schnitt mache. Auf der einen Seite verdienen die Leute, sind genauso viele Leute, die weniger verdienen, und auf der anderen Seite sind genauso viele Leute, die mehr verdienen. Der sogenannte Median. Median. Ja. Ist auch ein Durchschnittsverdienst, aber es ist nicht dieser Modalwert an der Spitze. Oder ein Dritter könnte sagen, ich nehme all das Geld, das verdient wird, zusammen und teile es gleichmäßig auf alle Schweizerinnen und Schweizer. Dann habe ich genau den Durchschnittsverdienst sozusagen, den jeder bekäme. Ja, das ist das arithmetische Mittel. Und diese Mittel sind immer verschieden. Und wenn ich bei der Opposition bin, sage ich, der Durchschnittsverdienst ist ganz klein und schaue immer nur auf den Modalwert, weil die meisten halt so wenig verdienen. Und die Regierung sagt, nein, unser Durchschnittsverdienst ist also so groß und immer das arithmetische Mittel, weil das ist immer ein bisschen mehr bei dieser schiefen Verteilung auf der guten Seite für die Regierung. Und so können Sie mit den Zahlen eigentlich mehr betrügen, als die Wahrheit sagen. Oder könnte man zugespitzt sagen, mit Zahlen können Sie alles erklären? Ja, oder alles beweisen, was Sie wollen? Ja, politisch gesehen schon, weil da bekommen ja die Zahlen, bekommen ja dann ihre Einheiten, nicht? Und ihre Interpretationen. Die Interpretation, und das ist ja Gott sei Dank nicht unser Geschäft von der Mathematik, nicht? Wir haben die Zahlen nur persönlich und bei uns steckt kein Euro und kein Franken und kein Dollar davor, sondern nur die Zahl als solche. Ja, aber immerhin kommt ja die Statistik aus der Mathematik, oder? Nicht? Das weiß ich nicht genau. Ja, Statistik eigentlich, die kam aus der Idee heraus, dass der Staat sowas ist, eigentlich wie ein Körper eines Menschen. Ja? Und man möchte den Blutkreislauf bei menschlichen Körpern, hat man damals entdeckt, auch beim Staat verfolgen. Also, wie sind die einzelnen Organe? Welches Gewicht haben die? Das ist eigentlich zunächst einmal aus der Beobachtung des Staatensystems herausgekommen. Und die Zahlen waren dann eigentlich nur Mitbringsel derer, die die Statistik betrieben haben. Also ganz mathematisch ist eine Statistik nicht. Da steckt auch noch viel anderes dahinter. Ja. Aber die Statistik ist ja schon die modernere Statistik zumindest, die nicht einfach nur Zahlen sammelt, sondern Zahlen sehr genau sammelt, sehr akribisch sammelt, ja, ja, versucht lückenlose Zahlen rein, ja, ja. Und dann in der Rechnung eigentlich auch aggregiert, also versucht noch Erkenntnisse draus zu nehmen.
da ist ja schon die Mathematik die Basis ja, dafür. Ja, das ist das Wesentliche, was wir mathematisch leisten können, also bei einem statistischen Datenmaterial, dass wir den Statistikern helfen können zu sagen, was sind die wirklich interessanten Kenngrößen, worauf müsst ihr aufpassen? Also wo ist zum Beispiel bei einer Verteilung wirklich der Mittelwert, ja? Und wie ist die Verteilung gestreut, also Mittelwert und Streuung, das ist, also wenn Sie betrachten den Mittelwert, wie geht der Mittelwert aller Börsenkurse hinauf, nicht? Die Wirtschaftswachstum ist dann, wie der Mittelwert aller Börsenkurse ansteigt. Aber es kann ja auch sein, dass diese Börsenkurse zunächst einmal alle beieinander sind. Allen Firmen geht es ungefähr gleich gut, aber dann geht es auseinander. Manchen Firmen geht es sehr gut, manchen geht es sehr schlecht. Das nennt man dann die Volatilität, also diese Streuung. All das, also diese Betrachtungsweise, das haben die Statistiker tatsächlich brav von den Mathematikern gelernt. Ja, und die können das viel, viel besser als dann die Mathematiker, die es ihnen sozusagen überlassen haben. Aber dann kommt wirklich dann die Interpretation. Und die Interpretationsfrage, da dürfen Sie mich nicht fragen. Das ist dann eine Sache der Gurus, die dann die Wahrheit erkennen. Und insbesondere wollen sie ja auch die Zukunft berechnen damit. Und das ist immer etwas, wo Sie ein bisschen skeptisch sein müssen. Wen bezeichnen Sie jetzt genau als Gurus? Ah, diese Wirtschaftsforscher, die dann sagen, ja, also wir können da jetzt diesen Trend erkennen und die Trendlinie wird weitergezogen. Das wird dann im nächsten Jahr, wird das Wirtschaftswachstum so groß sein. Mag sein, mag sein. Also ein bisschen kann man schon im Vorausschauen. Sind Sie skeptisch? Ich bin immer ein bisschen skeptisch. Muss man ja sein. Ja. Ja. Sind Sie nicht skeptisch? Aber sind Sie aus Prinzip skeptisch gegenüber Natürlich. Diesen Prognosen? Als immer. Mathematiker? Man sollte, oder als Prognose, ja, man sollte Prognosen gegen immer ein bisschen skeptisch sein. Eine Prognose geht immer von den Rebus Sixtantibus aus. Also den Dingen so, wie sie hier stehen. Aber man hat keine Ahnung, was einem alles passieren kann. Ja. Also jede Prognose geht nur davon aus, dass man das Gefühl hat, es könnte dieser Trend weiter so laufen. Ja. Darum ist es Spekulieren für eine Mathematik immer ein sehr gefährliches Ding. Ja. Aber ist es denn nicht, betrübt Sie das nicht als Mathematiker, dass Sie sagen, wir haben eigentlich eine Technik oder eine Wissenschaft, Sie müssen es dann nennen, wie Sie wollen, mit der wir etwas nicht machen können und trotzdem ist es eine der häufigsten Anwendungen heute der Mathematik, dass wir versuchen, in die Zukunft zu berechnen. Es gibt die ökonomische, also die Wirtschaftsprognose. Es gibt aber auch die ganzen Berechnungen, was den Klimawandel angeht. Ja, ja. Also alles, was auf Rechnen beruht und das uns eigentlich suggeriert, wir haben da so etwas wie die Wahrheit, wie Pythagoras das sagte. Wenn wir eine Zahl haben, haben wir die Wahrheit. Ja, aber nur, wenn wir die Zahl haben, nicht? Nein, zum Beispiel also das Wetter. Sie wollen das Wetter berechnen. Und das gelingt jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Also ausgezeichnet. Man kann das Wetter voraussagen, das kann man schon sehr gut voraussagen. So die nächsten 3 Tage sehr, sehr sicher, die nächsten 6 Tage auch sehr sicher. Bis 10, 12 Tage kann man das Wetter vorausberechnen. Da kann man zum Beispiel sagen, am nächsten Sonntag wird es mit 60% Wahrscheinlichkeit regnen. Wie kommen die Leute überhaupt auf die 60% Wahrscheinlichkeit? Die machen das folgendermaßen. Sie bekommen, die Meteorologen, diese vielen, vielen, vielen Wetterdaten von den Satelliten und von den Wetterstationen. Und die füttern sie mit den Rechenmaschinen. Und diese Rechenmaschinen, das sind High-Performance-Computer, die sind angelegt bei großen Flüssen, weil die dauernd arbeiten und immer gekühlt werden müssen. Diese Rechenmaschinen müssen nach bestimmten mathematischen Gleichungen, das sind wirklich schwere mathematische Gleichungen, müssen sie dann mit diesen Wetterdaten zukünftigen Wetterszenarien ausrechnen. Nun sind aber diese Wetterdaten ja nur mit einer gewissen Genauigkeit behaftet. Sie sind nicht ganz sicher. Also machen die Meteorologen Folgendes. Sie geben einen Datensatz hinein, der Computer rechnet. Sie geben einen Datensatz hinein, wo die Daten leicht verändert sind, der Computer rechnet noch einmal. Sie ändern wieder die Daten ganz leicht, so in diesem Unsicherheitsbereich, der Computer rechnet noch einmal. Und es zeigt sich, die Gleichungen sind so subtil, dass manchmal der Computer draufkommt, dass es am nächsten Sonntag regnen wird und manchmal nicht. Also bei 100 Durchrechnungen kommt der Computer drauf, 40 Mal wird die Sonne scheinen, 60 Mal wird es aber Regentropfen geben. Und dann sagen dann die Meteorologen, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% wird es regnen. Das kann man ja durchaus sagen. Und wenn es dann tatsächlich regnet, sagt man, ja, die Meteorologen haben recht gehabt. Und wenn die Sonne geschienen hat, sagen die Meteorologen, bitteschön, zu 40% Wahrscheinlichkeit war es noch immer drinnen. Ja? Aber diese Wahrscheinlichkeit wird immer schlagender, also geht immer mehr auf 100% hin, je näher das Datum ist. Aber ein Datum, das, sagen wir mal, einen Monat entfernt ist, da hilft überhaupt nichts. Da ist es sozusagen im Rauschen des Klimas verborgen, ob es dann regnen wird oder nicht. Das ist dann in Wirklichkeit, wenn Sie so wollen, 50-50, also praktisch unaussagbar. Also wie zum Beispiel dieser Sommer werden wird, ob es zu Maria Himmelfahrt am 15. August regnen wird in Zürich oder die Sonne scheinen wird, das weiß niemand. Einfach zu weit weg. Nur die Leute, die mit dem 100-jährigen Kalender kommen.
Aber da sagen wir Mathematiker, da ist unsere Skepsis mehr als angebracht, denn das hat ist, nicht funktioniert. Das funktioniert sicher nicht. Ja. Also die Zukunft ist offenbar nicht ein Thema der Mathematik, sondern nur ihre Anwendungen. Und wir hätten sie eigentlich gerne dafür, aber es bringt uns nicht weiter, sagen Sie. Aber Sie